Servus Kinders und herzlich willkommen zu Nerdrage LP. Wir zocken Bastion, den Part habe ich vergessen. Vorweg ganz kurz, bevor wir zum Special kommen dieser Folge. Ich bin gestern um 3 Uhr früh nach Hause gekommen, besoffen wie ich war, habe ich gedacht, hey, ich mache noch ein Let's Play. Und die Folge habe ich total verhauen, also ich habe jetzt hier gerade kurz rumgeschaut, ob hier irgendetwas jetzt sein könnte, was ich erledigt habe und somit euch nicht mehr zeigen kann. Wie es scheint, da ich ja auch oft gestorben bin und zurückgeworfen worden bin, ist alles so, wie wäre nichts gewesen. Also ihr solltet alles sehen und es entsteht keine Lücke. So, zum Zweiten schwinge ich mich jetzt gleich, dass wir ein bisschen was sehen hier in den Skyway. Und zum Dritten haben wir heute einen Gast, einen Co-Kommentator, nämlich den Meat, also so wie Fleisch, also M-E-A-T. Und die Zahl habe ich vergessen. 873, du Dödel. Und der ist heute hier, um ja auch ein bisschen dem Ganzen hier beizuwohnen. Ich habe bei seinem FIFA-Part auch schon mal mitkommentiert. Wer es wissen möchte, der oder es mal sehen möchte, der kann auf seinem Kanal gehen, der auch so heißt, wie sein Name ist. Also wie er gerade den Namen auch genannt hat. Also Meat, bitte Zahl einfügen. 873. Meat 873. Genau, da könnt ihr dann euch diesen Part auch anschauen. Und sonst übergebe ich jetzt mal ganz kurz Meat das Wort, dass er mal so ein bisschen erklären kann, was er eigentlich macht, weil er ist ja auch Let's Player. Wow, so plötzlich. Ja, ich mache FIFA 12 Let's Plays, wie schon erwähnt. Ja. Und ja. Was noch? Ist ja noch was zu sagen. Nö, aber wir können ja noch ein bisschen hier von dir erklärt haben, wie lange du schon Let's Playst, warum also du Let's Playst. Ja, ich Let's Play seit einem Monat. Warum? Ja, warum? Ich habe keine Freunde, deswegen. Alter, das habe ich auch schon mal gesagt, ja. Also das ist mein Argument. Ja, mein auch. Gerade das. Ja, super. Ja, nee, wie bist du dazugekommen? Hast du einfach mal so... einfach mal das gesehen bei irgendeinem Großartigen und hast du gedacht, oh, das kannst du auch? Bei Kronk hab ich wieder gesehen. Okay. Ich bin auf Let's Player geworden. Dann hast du gesagt, das kannst du besser. Ja, jetzt hab ich sofort gesagt, ich kann's besser und ich schaff mehr Abonnenten. Also, okay. Ich hab mehr Abonnenten als Sarasta und Kronk zusammen, das ist mein Ziel. Das ist dein Ziel, ja, okay. Und wie nah bist du dem bis jetzt gekommen? Sehr nah, ich hab 27 Abonnenten. Ja, ich würde sagen, das wird schon noch. Wir sind ja alle beide ziemlich früh dabei. Also wir haben ungefähr sogar gleich angefangen ungefähr. Und nur etwas früher angefangen, so 5 Tage. Du? Oder du. Ich? Ich? Du. Ja. 5 Tage. Sehr cool. Schön, dass du dich etwas vorbereitet hast und dir auf meinem Kanal das gemerkt hast und du angeschaut hast. Das ist sehr löblich. Ja, unglaublich. Das geraten. Ja, ich habe mir ungefähr das Gefühl, dass du hast früher angefangen als ich. Ich weiß gar nicht, also wir haben jedenfalls ziemlich gleich angefangen, das stimmt. Ja. Mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Also wir sind ganz frisch dabei. Aber fein Unterschied. Ah, gesagt, ich bin nicht. Warum ist das der feine Unterschied? Der feine. Ich sag lieber nicht. Lieber nicht. Sonst kommen die noch, jetzt, sonst kommen die noch zu mir. Die gehen, das fängt mit H an und hält mit R auf. H an und R auf. H-A. H-A. T. E. T. 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 Meat? Hater. Peter? Ach, Hater! Ja, ich habe einen Hater, aber das ist ja schon eigentlich. Nö, der hat sich inzwischen nicht mehr gemeldet. Also, außer du warst der Hater. Aber, Ach so. Nö, also, ich. Einen richtigen Hater habe ich, ja. Ich habe auch einen jetzt gekriegt, also sehen wir gleich auf. Ja, ich bin auch voll glücklich. Ja, ganz ehrlich, jeder braucht seinen Hater und ich habe mir jetzt halt meinen wirklich früh bekommen. Ja, ich auch, deswegen. Ja, stolz bin ich jetzt nicht drauf, aber mei, jeder braucht sein Hobby, was er so freizeittechnisch macht und wenn dieser meint, mich haten zu müssen, dann darf er das gerne machen.
Ja. Halt Hobbys. Ja, also Hobbys, nee. Wie schon gesagt, jeder Mensch braucht sein Hobby. Ja. Und er hat halt dieses Hobby. Also ich mache halt Let's Plays und er hatet mich. Ah. Ja, nö. Ist in Ordnung. Also. Nö. Und wie ich ja auch schon oft gesagt habe, mir ist es ziemlich egal, was andere sagen. Also wenn sie mich haten, besser gesagt. Wenn sie mir nicht einen Kommentar hinterlassen, warum sie mich eigentlich jetzt halt disliken, weil ich finde es so gesehen jetzt von YouTube nicht schlecht, dass sie so halt ein System haben oder eingeführt haben, das gibt's ja schon länger, weil man somit ja auch einfach jemanden mitteilen kann, wenn einem ja einfach etwas nicht passt. Ja? Ja, also das ist schon sinnvoll. Und wenn da jetzt derjenige mir nur halt ein Dislike gibt, ohne halt hinzuschreiben, warum eigentlich, dann ja, ärgere ich mich vielleicht da 10 Sekunden drüber, aber ja, dann, mich überhaupt nicht. Dann, also, dann ist es mir egal. Ja doch, weil ich dann schon sage, kurzzeitig, warum, weißt du? Was ist dein Problem, dass du mir jetzt einfach ein Dislike gibst, ohne Grund? Das ist halt ehrlich, eher ein Arsch, wobei, wenn die nichts schreiben wollen. Jetzt sind eh gar wohl so 12-Jährige, die sagen, oh, die machen halt Let's Plays, die können nichts, die sind unbekannt und so weiter. Das nützt ja nicht. Dann, wenn man sich dann auch drüber aufregt, dann sieht man, dann sagt der Hater ja, der regt sich auf, dann muss er ja direkt weitermachen mit diesem Scheiß. Mhm. Genau, es gibt bestimmt welche, die dann halt sagen, oh, jetzt habe ich da halt ein Dislike bekommen. Das ist natürlich schon hart, weil man vielleicht gerade erstmal 5 Klicks hat, 6 Abonnenten und dann halt gleich ein Hater, der jedes Video disliked und du halt dann wirklich dastehst und kein Like hast und nur Dislikes. Da gibt es bestimmt welche, die dann sagen, oh, fuck, warum tue ich mir das eigentlich an hier? Ja, eben. Aber da gibt es halt solche und solche. Es gibt halt welche, die machen halt dann echt nicht weiter, dann ja, hat der Hater gewonnen, aber in meinem Fall auch, also mich interessiert's nicht, ne? Naja, wie kommst du jetzt von Hater zu Abo? Ein neues Abo von New Year Cream, danke dafür. Oh, okay. Ja. Hast du einen neuen bekommen heute? Ja, ich habe schon 2 neue heute. Oh, in letzter Zeit richtig gut, läuft in letzter Zeit richtig gut mit den Abos, also okay. Vielen Dank dafür. Ja, Glückwunsch. Also ich habe jetzt in dieser Woche, glaube ich, mehr als 10 Abos gekriegt. Okay. Ups. Ja, aber dafür macht man es auch, weißt du? Ja, eben. Es ist ja jetzt gut. Damit wären wir jetzt auch beim Thema der Abo-Geilheit. Es ist jetzt... Ja, es okay, ist jetzt... Ich bin nicht Abo-geil, aber ich freue mich halt, wenn meine Videos halt ankommen. Nicht, dass ich nicht für mich das alles allein mache, dass ich nur Klicks habe oder so ein Shit. Okay. Ja, man muss zwar sagen, es ist schon ein böses Wort andererseits, Abo-geil, ne? Aber andererseits, ja, es gibt halt nicht viele andere Gründe, warum man das ja halt einfach das jetzt hier machen sollte, weil es ist schon so, dass man Zuschauer haben möchte, die da vielleicht auch mal einen positiven Kommentar oder überhaupt einen halt Kommentar abgeben. Wer was anderes sagt, lügt eigentlich, weil man möchte sich einfach zeigen und präsentieren auf irgendeine Art und Weise. Ja, und deswegen ist auch eigentlich jeder YouTuber, der einen öffentlichen Kanal hat, mehr oder weniger Abo-geil. Außer er hat's privat, also das heißt, er veröffentlicht jetzt nicht diese Videos, weil man kann es ja auch bloß auf E-Mail oder Link machen oder irgendwie sowas, dass man die sozusagen anderen zum Anschauen gibt, ja. Nur für Freunde dann, aber die meisten machen es ja doch für die breite Menge. Also uns öffentlich zu machen. Ja, genau. Ja. Boah. Alter. Du warst zum Glück nicht im Livestream dabei, muss ich schon mal nochmal sagen, also. Warum, gestern oder wie? Ja, gestern zwar. Warum, was also, war da? Gamblus hat gesungen. Schon wieder? Wie oft denn noch? 2 Stunden lang! 2 Stunden! Oder eine, ich weiß nicht mehr. Ich habe Spiel 2 angeführt, auf jeden Fall. Oh Gott, ey. Heute Mittag gegen 14 Uhr hat der Rochen Livestream gestartet. Hat er auch gesungen. Mit Venky. 2 Stunden! Unglaublich, oder?
You better keep running. Zum Glück war ich ja schon voll. Ich hab's gar keinen tragen können. She's starting to get annoyed. Also zwei I'm Stunden sure singen ist... Ja, wirklich. Der Phil hat immer gewonnen. Ach so, dieses Programm da auch. Aha. Echt? Ja, dieses... Karaoke-Bla, genau. Ging auch. Du hast überhaupt keinen zweiten Kanal erstellt, den du machen wolltest. Ja, habe ich, aber der ist auch nicht einsehbar, weil, ich den wirklich nur zu Testzwecken jetzt gemacht habe. Ja. Also das heißt, um mir mal das... Alter, jetzt komm schon. Um jetzt einfach, ja, das neue Kanaldesign anzuschauen. Ich weiß ja nicht, wie weit du bist. Hast du schon dich da ein bisschen dahinter gesetzt? Ich weiß, dass es ganz sehr wenig Möglichkeiten gibt. Also ich warte ab, wie es aussehen wird. Dann sollen nur so ganz kleine, schmale Balken sein. Zwei kleine, glaube ich, haben die im Let's Play Forum geschrieben. Hä? Balken? Was? Haben die im Let's Play Forum geschrieben. Vielleicht ehre ich mich auf. Ich glaube, es ist auch was anderes. Was haben die? Aber ich verstehe gerade nicht. Ja, Gag, das Kanaldesign, da sollen so zwei kleine Balken sein, wo man so frei verfügen hat, also was man einfügen kann. Aha, zwei kleine Balken, okay. Haben die zumindest gesagt, der stimmt's auch nicht. Der Schalaber steht wieder so Müll zusammen. Man weiß es nicht, oder Rotz, wie man in deinem Sinne sagen würde. Ja, genau, das ist richtig. Interessant. Ja, weil ich möchte eigentlich jetzt in der Woche mir das neue Design erstellen. Dass ich halt, weil das Problem ist ja, das wird dann wirklich ja zum, ich weiß nicht, 27. März einfach so über die Nacht umgeschalten. Das heißt, egal wie weit du mit deinem neuen Design bist, das alte wird, ja, gelöscht, weiß ich jetzt nicht, aber... Jo. Ja, ich kann auch wieder zum alten Design umswitchen, man weiß es ja nicht. Ja, nee, das, soweit ich weiß, ist dann definitiv vorbei. Das ist dumm. Also das heißt... Ich bin gerade so stolz auf meinen neuen... Design. Warum hast du Neues gemacht? Nein. Aber es war so viel Arbeit. Ich habe da 3 Stunden dran gesessen. 3 Stunden für diese Arbeit. Das war nicht mehr normal. Was? 3 Stunden? Ja, ich habe auch andere Designs gehabt, die waren aber alles schlecht. Warum hast du ein neues seit paar Tagen, oder? Nein, das ist das gleiche. Meins war 5. Meet 873 Let's Plays. Aber es war halt so viel Arbeit halt gewesen. Okay, warte mal, ich bin jetzt nämlich gerade wieder zurück zur Bastion. Ich muss hier mal ein bisschen texten. Ja, okay. Weil wir haben ja nämlich wieder ein neues Gimmick dazu bekommen zu unserer Welt. Nämlich einen Briefkasten. Ich weiß nicht, was der soll, aber ich benutze ihn einfach mal. Was ist ein Briefkasten? Ich habe selbst keine Ahnung. Ich benutze ihn und er wackelt und macht ein komisches Klickgeräusch. Na gut. Dann hat die Zier mit uns etwas zu bereden, also mal ganz kurz, weil wir haben nämlich ein Knöchel-Gator-Ei eingesammelt, da steht fragt Zier nach dem riesigen Ei aus der Lagune des Roatus. Warte mal, was? Ich weiß es selbst nicht. Ja, eben. Und jetzt haben wir hier einen Knöchel-Gator bekommen und ich benutze ihn einfach mal. Nur komm! Ich kann mit ihm interagieren. Ah, jetzt hat. Ach ja, wie witzig, jetzt folgte mir. Schade, dass du es gerade nicht sehen kannst. Aber das ist ja geil. Das ist so irgendwie so eine Spitze im Boden, die, ja... Eine Spitze. Die mich jetzt irgendwie penetrieren möchte, ja? Ich habe selbst keine Ahnung. Was würde jetzt Gambo dazu sagen? I think I spy the Spitze. Ja, aber das ist alt, ehrlich gesagt. Ja. Das ist ja mal... Das ist witzig. Warte mal, jetzt muss ich mal noch mit dem Alten hier mit Rux reden. Genau was zu sagen zu diesem... weil ich habe so ein Kristallei eingesammelt irgendwie. Das ist ziemlich eigen. So. Und ich habe nämlich auch eine neue Waffe, die ich mir jetzt anschauen werde. Nämlich den Schleicherspieß. Und da muss ich jetzt auch mal ganz kurz was vorlesen. Nahkampf-Hiebwaffe. Mächtige Halbdistanzwaffe, die auch geworfen werden kann. Furchtlose kailondische Jäger benutzten das spitze Ende dieser Schätzchen, um die Tiere- und Pflanzenwelt außerhalb der Stadtmauern zu erkunden. Jo. Das ist eine ganz witzige Waffe, weil der Vorteil davon ist nämlich, dass du
da eine ziemlich fette Range hast mit der Waffe. Das ist so ein Spieß, den du mit einer Hand dann noch ja vor dich herhalten kannst. Und ich überlege ehrlich gesagt auch gerade, ob ich den behalte. Ja. Ich schau mal, ob ich den abnehmen kann. Warte mal ganz kurz. Ich muss denken. Er denkt, kein gutes Zeichen. Ja, ich kriege auch immer Kopfschmerzen dabei, aber ich glaube, ich schaffe es. Dann nehme ich einfach diesen Leichling-Lochruf mal wieder mit. Als er letztens gedacht hat, hat er sich entschlossen, mit Fake zu machen. Ja, richtig. Es ist total schlimm. Also, es wird echt. Diese Migräneanfälle sind wirklich schrecklich. So, dann pushen wir auch einfach mal das hier gleich. So, was können wir pushen? Schnellere Wurf nachladen. Nö, das will ich nicht. Oh, ist alles beide blöd, was ich hier ehrlich gesagt gerade habe. Wenn ich das sehen könnte, würde ich was kommentieren, aber... Ja, das ist komisch. Wir haben nämlich vorher versucht, das irgendwie mit der Bildschirmübertragung zu machen, bei Skype und so, aber irgendwie haut das nicht hin. Also bei mir geht's, aber bei ihm nicht. Also bei mir, ja. wenn ich FIFA übertrage... Blabla, hör dem nicht zu, er labert nur gerade wieder Scheiße. Wollen wir wetten? So. Egal, warte mal, die Folge ist sowieso gleich zu Ende. Ich tue jetzt hier nur noch gucken, ob ich irgendwas... Warte mal, wir lassen das hier einfach am besten auch, weil alles, was ich jetzt wieder verbessern würde an meinen Waffen, wird nicht gespeichert. Ja? Also, das heißt, ich mache jetzt hier eine unglaubliche Abmoderation, die es so noch nie gegeben hat. So, das wäre es gewesen mit diesem Part irgendwas, ich weiß es nicht. Vielen Dank nochmal an Miet, der sich hier aufopferungsvoll in dieses Getümmel gestürzt hat und mich kommentiert hat. Besucht seinen Kanal, abonniert ihn, mögt ihn, liked ihn. Disliked ihn, das braucht man nicht zu sagen. Ja, genau. Da wären wir auch beim nächsten Thema schon. Ihr dürft auch mich liken, wenn es euch gefällt, und natürlich auch disliken, wie vorher auch groß und breit erklärt, aber bitte mit Kommentar, weil sonst hat das alles keinen Sinn. Sonst wünsche ich noch eine schöne Zeit und bis demnächst. Miet. Ciao. Servus, bis denn. Ciao, ciao.